So, einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Und wir haben das erste jetzt Video nach Pfingsten wieder. Wir hatten gestern, haben wir nicht getradet aufgrund der EZB-Sitzung. Und davor war ich auf Zypern auf der Messe. Und deswegen ist das das erste Video heute wieder. Und wir platzieren die erste Order bei 14.400. 14.100, Entschuldigung. Das heißt, wir gehen bei 14.107 gehen wir long, bei 14.092 würden wir short gehen. Wir blicken einmal auf den gestrigen Bereich. Blue Boxen nochmal zum Regelwerk unter 30. Wenn die blauen Boxen im Chart kleiner angezeigt werden als 30, traden wir sie. Das war gestern nicht der Fall. Wir blicken einmal auf die Vola-Boxen. Hier sehen wir gestern früh reingelaufen, raus, also waren gute Vola-Boxen da. Und wir blicken mal drauf, wo kommt denn die Vola-Box heute rein? Einmal mal kurz auf den Konto History bzw. Vola-Box. So, das heißt bei 14.187, das wäre dann irgendwie hier oben, das ist die Box von gestern. Also ein bisschen weiter entfernt. Und jetzt gehen wir einmal in die Märkte rein und fangen unten an, wie immer jeden Morgen mit Bitcoin. So, Bitcoin auf Daily Basis, Vorlage, Zickzack-Linie, Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Short. 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long im Bitcoin. Also bei 30.000, da fühlt sich der Markt sehr wohl. Gucken wir mal bei Ethereum. Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long in Ethereum. Nächster Markt, Dow Jones. Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Nächster Markt, S&P 500. Einmal ein Überblick, Daily Short. Und wir gucken uns die Wochenkerze an. Auch Short, Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30 Short, 15 und 5 Minuten. Ähnlich hier die Bodenbildung. Unterstützung erstmal bei 4.000. Nasdaq 12.318. Wochenbasis Short, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch hier Long. Öl bei 119. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Gold, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. DAX 40, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30, 15 und 5 auch Short im DAX. Wir sind ausgeführt und wir sind im ersten Trade long bei der Big Number. Und gucken wir mal, wo sich der Kurs hinbewegt. 8:34 Uhr. MTX haben wir ein Long Trade. Gucken wir mal, was gestern gelaufen ist. Hier sieht man sehr schön. Gestern gab es hier drei Signale, einmal Long, einmal Short. Ja, beide sind in den Gewinn gelaufen. Und dann am Nachmittag 15:55 Uhr, dann gab es hier ein Fehlsignal. Aber mit der Box haben wir diesen Trade
in den Gewinn gebracht. Mal die Boxlinien da ranziehen. Dann und dann sehen wir, dass der zweite Trade hier direkt in den Gewinn gelaufen ist. Ja. Ups. Also nach wie vor cooles Setup. Und wir sind long im der Big Number. Short im zweiten Trade aktuell 14,92. Unser YouTube Video an. Also wir sind im zweiten Trade und guten Morgen an alle zusammen. Schauen wir mal, ob wir jetzt gleich wohl reinkriegen. 43 Sekunden noch bis zur Markteröffnung. 14.100. Die Trading Range aktuell 49 Zähler. Relativ gering. Und los geht's. Ich bin noch nicht. Guten Morgen, Herr Martins. Das war noch keine 9 Uhr. Es ist noch 42 Sekunden. Also ich war zu früh mit der Glocke hier. Wolfgang, guten Morgen. Also 34 Sekunden, die Glocke kommt gleich nochmal. So, geht's oben raus oder unten raus? Bin gespannt. 97 jetzt gehandelt. 22 Sekunden, 21 Sekunden jetzt. Und dann geht's tatsächlich los. Keine Gaps heute Morgen. Neun, acht, vier. Und jetzt geht's. So, wir sind im dritten Trade. Die Vola-Box oben 14,187 wird aktiviert. Jetzt in 1,09 aktuell dritter Trade. Das Gewinnziel hier liegt bei 14,120. So bei 16, 17, 18 werden wir mal kurz auf das nächste Hoch. Platzieren. So 13. Das sieht gut aus. Trade gleich bei 20 angekommen. Einmal MTX. Blaue Heikin Ashi Kerze sehen wir hier. Auch hier noch kein Signalpfeil. Da brauchen wir noch ein bisschen Dynamik. Wir müssen definitiv entweder über 20 kommen. So, und dann gebe ich mal kurz zu meinem jungen Kollegen. Und wir stehen kurz vorm Landeanflug. Vierter Trade. Vierter Trade. Jetzt sind wir plus minus 0. Und jetzt haben wir gleich die erste Unterstützung 0,01. Und noch ein bisschen warten hier. Steigen viele aus.
und leichte Bewegung noch hier. Gehandelt. Unten direkt die Unterstützung bei 71 erst einmal und die wird jetzt gebrochen und wir sehen es hier links, wir sind raus im vierten Trade und jetzt mache ich was, eine Weltpremiere. Der Maurice macht ja seine Einstellung. Wie sind deine Einstellungen im DAX? Ja, 0,038. 0,076. 0,076. Und ich verabschiede mich jetzt bei den Damen und Herren. Und wünsche euch ein schönes Wochenende für die YouTube, für unser Videotagebuch und wir hören uns dann am Montag wieder. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.